Pünktlich zum Monatsanfang hat Moog den ersten Snapshot für die Minecraft 1.10 Release. Zum Installieren wählen wir einfach im Launcher Edit Pro for Enabled Experimental Development Versions und Snapshot 15w14a aus. Wir können jetzt noch eine einzige Welt erstellen oder Multiplayer spielen. Die Landschaft ist etwas farbenfroher geworden, keine Kreaturen können sich mehr verletzen und die Herzen steigen nun immer, wenn wir eine gute Tat vollbringen. Im Allgemeinen besteht der neue Sinn in Minecraft darin, sich zu lieben, sich zu umarmen und Spaß zu haben. Fledermäuse sind nun noch niedlicher geworden, als sie es eh schon sind. Außerdem wurden allen Creepern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und alle Explosionen sind nun Ausdruck von maximaler Zuneigung. Waffen gehören nun ebenfalls der Vergangenheit an. Passend dazu tragen die Zombieschweine nun hübsche Liebesstäbchen in der Hand und auch die Blazes sind von einem großartigen Liebesschweif umgeben. Endlich wurde nun auch der Bug gefixt, dass Spiderschweine nicht an Wänden emporklettern können. In der Gemeinschaft des Gebens und Gebens überreichen uns freundliche Skelette netterweise Knochenmehl und die Schafe ziehen sich direkt für uns aus, wenn wir sie lieb streicheln. Und auch an Tintenfische hat Moog gedacht. Sie können nun endlich das Wasser verlassen und durch die Lüfte fliegen. Und auch wir können das. Hexen werfen uns Potions of Happiness zu, mit denen wir vor Freude einen Luftsprung nach dem anderen machen können. Besuchen wir zudem ein Dorf, begrüßen uns die Villager mit sagenhaften Sonderangeboten und auf der Brust des Villager Golems prangt ein dickes Herz als Zeichen der Gastfreundschaft. Diese können wir am besten mit den neuen Bannern erwidern. Und auch wenn wir jetzt weder Schaden noch Hunger bekommen, gibt es nun auch geschmolzenen Käse in der Welt. Wird uns zu warm ums Herz, können wir zur Erfrischung ein wenig mit unserem Pferd durch den Regen reiten, der nun auch manchmal etwas Schnee mit Bonus-Items spawnt. Das Wasser können wir nun mit den neuen Liebesbooten erkunden. In ihnen ist ein praktisches Herzloch eingefügt worden und auch ein Obsidian-U-Boot wurde hinzugefügt. Den Höhepunkt erreicht die Version beim neuen Wither. Er hat einen erfrischenden Anstrich bekommen und sollte die Politiker in der Türkei nun endgültig davon überzeugen, dass Minecraft ein Spiel für die gesamte Familie ist. Jetzt kann Minecraft eigentlich nur noch gesperrt werden, weil es Homosexualität propagandiert.